es gibt hier Eltern, die fliegen zu jedem Spiel. Es gibt sogar Eltern, die kaufen Häuser in den Orten, wo ihre Kinder spielen und wohnen dann da. Also das ist, das kann man sich für deutsche Verhältnisse nicht vorstellen. Das gibt es schon im College. Also ich kenne befreundete Eltern, deren Sohn spielt in Alabama. Dort haben die Eltern ein Haus gekauft, damit sie dort immer sind, wenn der Sohn spielt. Also wir machen sowas nicht, oder wir haben das auch nicht gemacht. Wir haben dann geguckt, wo wir eventuell noch hinfliegen können. Und da kam dann, wir haben gesagt, wir fliegen nicht jedes Wochenende nach Detroit oder nach Green Bay. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben die dann meistens von zu Hause geguckt. Oder wir gehen dann auch mal schon mal in eine Bar, treffen uns mit Freunden. Es gibt ja diese Sportsbars hier, wo dann ungefähr 20 Fernseher an der Wand hängen und da wird jedes Spiel übertragen. Eins wird dann nur gesprochen in dieser Bar und die Rest kann man sich halt die Bilder anschauen.